Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir Mercy gespielt und das lief mal wieder ultra gut. Mercy ist echt ein Champion, mit dem habe ich mega viel Spaß und mit dem bin ich mega sinnvoll im Team. 20.000 Heilung hatte ich und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch viel gerettet habe. In dieser Folge, was spielen wir? Ich habe mal echt wieder Bock auf Roadhog, den habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Viele von euch haben gesagt, dass der auf den PTR gerade wieder gebufft wird. Was dringend notwendig ist. Auf jeden Fall. Weil im Moment ist der halt irgendwie mega schwach. Niemand spielt den halt auch. Und eigentlich habe ich echt mal wieder Bock auf ein richtig geiles Roadhog-Match. Vielleicht nehme ich den jetzt noch eiskalt. Die Session hat so gut gelaufen, da ruiniere ich mal die ganze Session, indem ich Roadhog spiele. Also wir werden gleich Roadhog spielen, auf jeden Fall. Die habe ich echt lange nicht mehr gespielt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen auf Tempel des Anubis. Eine ultra coole Map. Und werden in der Verteidigung Roadhog spielen. Wo ist er denn da? Wir haben einen, den wir, glaube ich, letztes Mal schon mal hatten, ne? Im Gegnerteam, Wichner. Das war der deutsche Typ. Der hatte diese Deutschlandflagge und der hat Widow, glaube ich, gespielt. In der Runde, wo wir... Da haben wir nachher noch gewonnen, weil ich mit Reinhardt relativ gut war. Also nicht nur wegen mir, aber das war auf jeden Fall nicht bad. Okay. Wir brauchen noch einen Tank, einen Healer und wir haben noch einen Platz. Ich bin halt als Tank eher so, geht so, ne? Ich bin halt fucking Roadhog. Ich bin im Moment halt genervt bis zum Geg nicht mehr. Oh, Alter, wie lange ich den schon nicht mehr gespielt habe, ne? Man kann halt übel viel überleben. Eigentlich sind die Änderungen halt, also man macht halt weniger Damage, aber eigentlich ist man ja ein Tank, also ist das ja eigentlich gar nicht so wichtig, Fragezeichen. Vorher macht man, glaube ich, immer noch relativ viel Damage. Ich weiß es nicht. Wir haben halt nur einen Tank, das ist halt wieder scheiße. Wir haben halt voll das Angreifer-Team irgendwie. Außer halt, der Topion. Ob das was wird, naja. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich einfach, vor allem haben wir nur einen Healer. Leute, was spielt ihr denn für eine Kacke? Ich meine, ich kann mich selber heilen, also von daher ist das vielleicht sogar der richtige Tank. Hallo. Wir müssen halt durchgehend töten. Okay, wo stelle ich mich hin? Als fucking... Ich muss ja schon bei meinem Team irgendwo bleiben. Einen ranhucken. Die sollten aber auch nicht durchkommen, ne? Vielleicht kann ich die am Anfang direkt überraschen. Was ist hier so mäßig? Okay, das war bad. Okay. Ich kann jetzt von hinten kommen. Immerhin. Okay. Hey, was geht? Scheiße. Oh, ich bin fast tot. Ja, das fand ich so geil. Der Typ heißt Dark Souls. Scheiße. Ja, ich war halt komplett alleine. Logischerweise war ich alleine, weil ich halt flankieren wollte. Unsere Leute sterben jetzt natürlich, weil die halt Tanks haben. Das ist halt unlucky. Ja, die haben zwei Tanks. Ja, ist halt dumm mit nur einem Tank. Ich habe auch Kacke gespielt, gebe ich zu. Aber das ist dann halt fucking so. Den ersten Punkt werden die haben. Ja, den ersten Punkt haben die. Den ersten Punkt haben die. Unser Team ist richtig, richtig scheiße. Ich habe halt keinen richtig guten Tank. Und wir haben keinen zweiten Tank, keinen zweiten Healer. Jetzt hat einer gewechselt immerhin. Versus Stupid Gay Party, ja. Ist ja wirklich so, die haben da 2500... Die haben drei Platin-Typen, what the fuck? Die haben drei Platin-Typen, what the fuck? Okay, ich kann mich immerhin selber heilen. Alter, wie viel Damage macht der mir? What the fuck, wie viel Damage macht die mir? Die hat mich komplett gekillt. Alter, warum macht die plötzlich so viel Damage? If we lost this point, I leave. Nice match. Der hat drei Typen getötet. Das war das Game. Wow. Ich one-shot halt auch nicht, ne? Oh mein Gott, ist das ein Doom-Game. Wir müssen uns echt zusammenreißen. Ich werde den wegpicken. Oh, die hat den coolen Skin. Ich werde gleich sowas von Hardcore wechseln. Also ich will halt auch nicht komplett throwen. Roadhog ist so scheiße.
Wow. Wie ich nicht getroffen habe. Oh mein Gott. Okay, wir haben ihn. Alter Schwede, ich habe Ulti. Deshalb wechsle ich noch nicht. Wow. Wow, ich bin so scheiße. Roadhog ist doch ein Kack-Champion. Okay, ich habe Ulti weggeworfen, zum Glück. Wenn wir nur einen Tag haben, werde ich Roadhog nehmen, Reinhardt nehmen. Okay, scheiß auf Abwechslung. Ist halt einfach bad. Komm, geh weg. Okay, ich habe einen gekillt. Ah, fuck, ey, was hat mich gekillt? Ah, der Junkrat hat direkt seinen Kack da gemacht. Balanced 0. Ja, die ficken uns halt so heftig. Das ist halt richtig abgefuckt. Wir haben halt... Okay, er kann da was machen. Ich bin so low. Ah, komm, stirb. Nein! Ein Hahn, nein! Fuck. Alter, ey, wie wir uns am Leben halten. Scheiße, die Mercy. Ich habe ihn extra geultet und jetzt kann sie halt wiederbeleben und heilen und alles einfach. Okay. Ich kann halt immer noch chargen, ey. Immerhin kriege ich das noch hin. Okay, ballern wir. Ich brauche Heilung. Alter Schwede, ist das kack. Okay, wir haben irgendwie haben wir das geschafft zu halten, wie auch immer. Da hinten ist die Mercy, aber die sollte keine Ulti haben. Kommt die, warum läuft die hier lang? Ist das wer? Ich dachte, die ist da lang gelaufen. Ich bin halt immer noch der einzige Tank. Warum haben wir nur einen Tank? So, wow. Langsam sollten wir es eigentlich gelernt haben. Ich habe fast Ulti wieder. Okay. Ja, ich habe den Affen. Warum? Das nervt mich ultra. Wow. Ich habe halt alle geultet, aber ich konnte nur die Tracer killen. Die sind alle von da gekommen. Oh, nice. Okay, jetzt haben die aber ihre Ultis draufgehauen. Mit Reinhardt geht das gerade echt ganz gut. Okay, jetzt töten wir alle. What the fuck? Ja, jetzt... Roadhog war halt auch mega dumm. Ich habe auch mega die dumme Taktik gefahren. Habe ich jetzt mich schon tausendmal wiederholt, aber okay. Im Rank sollte man nicht sowas ausprobieren. Ich werde Roadhog wieder spielen, wenn der wieder gebufft ist. Okay, ich brauche Heilung. Ja, wir sollten uns sammeln. Okay, ich muss zu ihr, sonst stirbt sie. Okay, wir müssen schnell zum Punkt, sonst nehmen wir den einfach ein. Ha, das war dumm von dir. Ich muss wegkommen. Leute, halt mich! Halt mich! Oh Gott, halt mich! Ah! So ein Idiot! Oh mein Gott, die Anna! Ja, wow. Jetzt wirft die Scheißflasche auf meine tote Leiche. Lebendige Leiche wäre auch irgendwie seltsam. Oh Mann, ey, das war Panik. Die hätte mich halt übel leicht heilen können. Ich meine, jetzt bin ich schon wieder da, aber gut. Ich muss sagen, geht eigentlich gerade mit Reinhardt. Wie wär's, wenn du da weggehst? Alter. Oh lol, nice. Ich hab doch die Ulti bekommen. Oh, ich habe meine Ulti daneben gesetzt. Nice. Übel gut. Okay, ich gehe einfach wieder zurück. Oh lol, wie low. Lol. Ich war ultra low mal wieder. Das haben die irgendwie mega sneaky gemacht.
Ich war irgendwie nicht da, als alle gestorben sind. Ich hätte nicht chargen sollen. Warum verlieren wir noch nicht? Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Oh mein Gott, wie ich noch mich umgedreht habe und das Schild gemacht habe. Das war so letzte Eisenbahn. Lol, Doppelkill. Ich habe die Tracer auch noch gekillt. Alter, wie wir das verteidigen. Oh Gott, da ist sie. Haha, sie wollte wiederbeleben. Ich habe sie aber weggeballert. Oh mein Gott. Wir haben den zweiten Punkt verteidigt. Mit einem Tank. Alter, wie knapp, ey. Die May-Ulti war dann mega wichtig zum Schluss, wo ich reingecharged bin und dann einfach die Diva ultet. Ich drehe mich im letzten Moment noch um mit dem Schild, ey. Scheiße, Alter. Boah, ist das krass gewesen. Warum haben wir eine Widow? Boah. Der Hanzo war gut, der hat das richtig oft gerettet, der hat richtig viel Damage gemacht. Widow Attack GG. Ja. Ist halt echt nicht so gut, aber immerhin haben wir zwei Healer. Wie die Ana mich ignoriert hat einmal. Das war mies. Also ganz zum Schluss war es so doof, dass ich Ulti bekommen hat. Ich bin reingecharged, konnte dann halt die Diva den Anzug töten, aber dann währenddessen haben die alles bei uns einfach kaputt gemacht hinten. You're bad. Erstmal alle beleidigen, dann schreibt er was auf Russisch. Ach, Leute. Sorry, guys, I stay. Ich habe da auch Rotor gewechselt, nachdem ich gemerkt habe, dass es einfach unfassbar schlecht war. Schreiben die in allen möglichen Sprachen. Was will denn der Letzte picken? The Face war doch der Typ, der gesagt hat, wenn die das... Ach nee, lol. Das war, glaube ich, der Anso, der gesagt hat, so, ich wechsle, wenn das nicht klappt. Aber der Anso hat gewechselt, weil er doch gewinnen will. Wieder irgendwas in seiner Kacksprache schreibt. Also nichts gegen Russisch oder Polnisch oder whatever. Oder was er da auch immer schreibt. Aber es ist halt mega dumm von dem. Von ihm selber, dass er halt in so einer Sprache schreibt, die niemand versteht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Darauf hat doch niemand geantwortet. Außerdem ist das mega das spannende Match, aber die machen das mal wieder kaputt durch ein bisschen Flame im Chat. Also auf den Chat darf man echt nicht achten. Road schreibt die. Irgendwas mit Road. Schreibt der Roadhog? Ich meine, ich weiß, dass Roadhog bad war, aber ich habe ihn halt gewechselt, ne? Das war dumm. Scheiße. Ich habe Gold Damage. Ja, das war dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass die einen Bestien haben. Ich habe gedacht, okay, ich bin oben, ich krieg noch keinen Damage. Vielleicht kann ich da irgendwas sneaky reißen, aber gut. Man könnte einfach durchlaufen, wisst ihr? Scheiße, jetzt töten die uns alle. Nein. Okay, wir müssen gruppen. Komm, ich habe das Schild. Wär's, wenn du durch das Schild ballerst? War mal mein Schild mal auf. Ey! Lol, wer ist gestorben? Warum ist die Ender tot? Fuck. Alter. Holy shit. Ist mein Schild wieder da? Ja, gleich. Oh Gott. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh mein Gott, das war mega gut. Okay. Die Mercy konnte halt wiederbeleben, leider. Aber das war mega gut, Alter. Ich war übel low life, der mich aber irgendwie nicht tot bekommen. Und ich konnte danach sogar noch... Ich war sogar anti-healed, ne? Trotzdem war es gut von mir. Auch wenn wir halt leider nichts... Jetzt müssen uns wieder groupen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so lange überlebe. Der hat keinen Schaden auf mich bekommen, irgendwie. Okay, ich bin da. Oh, lol, der hat die gekillt. Der Genji. Okay, nice. Wir ulten einfach, obwohl keiner mehr da ist. Okay. Das ist natürlich sehr angenehm. Oh, wow. Ich penne erstmal eine Runde. Warum nehmen wir nicht ein? Leute, auf den Punkt. Einfach zur Sicherheit, ne? Ich meine, die anderen laufen schon vor. Okay, jetzt.
Wir können die versuchen zu rushen, das ist halt das Gute gerade. Wir haben schon einen tot. Lol, der bleibt stehen. Ich könnte ihn einfach übel in easy nehmen, weil er stehen geblieben ist. Die können nichts machen gegen mein Schild. Hey, was geht ab? Nein, ich war fast so weggecharged. Aber wir haben einen Healer nur noch, lol. Unser Healer hat gewechselt. Aber ich könnte noch meine Ulti rausballern. Und deshalb kommt Leute einnehmen. Einnehmen. Wow, dem Reaper, scheiße. Ja. Komm, wenigstens den ersten Punkt. Ey, das war mega gut eigentlich. Okay, Gruppen. Ja, das war nix. Leute, sammeln. Ich meine, wir können hier schon ein bisschen ballern. Wie die gerade nichts gegen mich machen konnten da hinten. Das war mega lustig, als ich da einfach ganz alleine war. Okay. Die Ulti warten wir einfach ab. Ich brauche Heilung. Ich muss mir jetzt Heilung suchen, weil hier keine ist. Warum ist denn der... Wir müssen halt eigentlich warten aufeinander. Hallo, Heilung? Ich kann halt nichts machen, ich bin fast tot. Wo ist denn unser Healer? Da ist er. Der Wolf kennt seine Beute. Aber das hat nichts, niemanden getötet. Alter, der macht mich halt fast noch. Okay, das war nicht so gut. Scheiße. Wir haben keinen Heal mehr, das funktioniert nicht, Leute. Wir haben keinen Heal mehr. Der kann jetzt zwar ein paar Leute töten, aber wir haben keinen Heal mehr. Vor allem haben wir nur einen Tank wieder. Alter, was haben wir für Champions? Das war unser Spaß. Wir haben eine Widow, wir haben Hanzo, wir haben Genji, wir haben McCree. Ach scheiße, ich wollte jetzt was schreiben, aber ich habe da irgendwie noch einen komischen Typen drin. Ich will auch nicht... Ich habe die Feststelltaste drin, weißt du? Dann ist das wieder so ultra aggressiv. Ja, wir müssen uns sammeln und dann vielleicht mal Healer haben und Tanks. Wir haben halt nix. Wir haben fucking gar nix. Die können hier halt free... Lol. Alles klar, der ballert einfach voll in mich rein. Ich brauche halt Heilung jetzt. Oh Gott, ich bin so tot. Wow. Ich habe jetzt zwar Ulti, aber... Wir haben jetzt zwei Healer. Oh mein Gott, das könnte was werden. Er hat es auch gemerkt, wa? Ich habe Ulti, aber wir müssen groupen. Da. Spam einfach. Wir müssen auf jeden Fall groupen, Alter. Ich meine, das ist halt mega dumm. Ach nö. Oh, wow. Wir müssen halt jetzt wirklich mal koordiniert reingehen. Das war gerade einfach nur Bullshit. Wir haben eine ganz relativ gute Chance mit, wenn wir alle unsere Ulti haben. Lol. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Okay, den können wir vielleicht zum Absnacken. Kommt, hättet ihn. Nein, er ist gestorben. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein. Alter Mann, ich habe so viel gemacht. Aber jetzt kann man echt nicht sagen, dass es meine Schuld war. Warum haben wir plötzlich ein Bestchen? Der Healer hat ein Bestchen genommen. Hätten wir da Mercy, die mich wieder hochgehalten hätte, ne? Das ist halt komplett dumm. Wir hätten halt gewinnen können.
Wir hätten gewinnen können, aber wir wollten scheinbar nicht. Wir hätten gewinnen können. Ich meine, die waren ja auch irgendwie besser, ne? Aber wir hätten gewinnen können. Ja, alles dagegen ballern. Oh ne, jetzt bin ich low. Oh mein Gott, das war richtig Bronze. Vor allen Dingen haben wir 30 Millionen Damage, Leute. Und ich habe Goldheilung. Gold Damage. Oh mein Gott, ey. Wow. Der Kolim, der hätte Healer sein. Wie alle wechseln. Also. Das waren halt einfach nur dumme. Das waren nur dumme Champions. Wir hatten nur dumme Champions. Wir hatten halt zwischendurch mal zwei Healer, da haben wir es geschafft zu verteidigen. Das ist so dumm. Das ist echt Fail. Das ist echt das Problem. Die waren relativ gut, die Gegner, aber wir haben einfach nur Kack-Champions gehabt. Guck dir das Team von denen an. Wir hatten so wenig Heal. Ich war durchgehend immer so, ey, ich brauche Heal. Ich habe nur keine Heilung. Ich habe durchgehend keine Heilung bekommen, weißt du? Alter. Danach haben die das nicht mal eingenommen, ne? Voll krass eigentlich. Ich war halt der einzige Konstante. Der eine war ganz gut. The Face, der auch rumgeflamed hat in seiner scheiß Sprache. Aber das Dumme war halt an dem Match, dass der eine, der dann... Also wir hatten zwischendurch zwei Healer und da war das eigentlich voll in Ordnung. Aber dann hat er plötzlich irgendwie Genji genommen. Und da haben wir auch nichts mit denen hinbekommen, ne? Wir hatten halt nur einen Tank, einen Healer. Mehr hatten wir nicht. Und dann hatten wir 1000 Damage, Leute. Und wer hat Gold Damage? Der Tank. Weißt du? Der Tank. Ich habe nicht verdient, das zu verlieren. Auf keinen Fall. Nur wie wenig Punkte habe ich Wie viele Punkte hatte ich? Achso. 20 Punkte habe ich abgezogen bekommen. Also, das war sowas von nicht meine Schuld. Das waren ganz schöne Spachsis, mit denen ich da gespielt habe. Ach man, das hätten wir gewinnen können. Dass wir es verteidigt bekommen haben, war schon ein Wunder. Aber das hat halt auch da gelegen, dass wir zwei Healer und wenigstens einen Tank hatten. Und danach hatten wir einfach 5 Damage-Leute. 5 Damage-Leute, ein Tank. Okay, 4 Damage-Leute, ein Tank, ein Healer. Aber das war trotzdem ein spannendes Match. Aber das regt halt halt schon so ein bisschen auf. Es war auf jeden Fall nicht meine Schuld. Ich hatte trotzdem Spaß mit Reinhardt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem spannenden Match. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die Session ist jetzt vorbei, 4 Folgen. Schreibt mal rein, wie ihr das findet, dass ihr 4 Folgen Overwatch bekommt und 3 Folgen Zelda. Vielleicht wollt ihr auch wieder das 2-2-Prinzip, also 2 Folgen 2 Folgen Zelda, 2 Folgen ein anderes Projekt, 3 Folgen Overwatch. Das hatte ich ja relativ lange. Da müsste ich halt nur ein gutes Horrorspiel finden. Und im Moment, also 3 Folgen Zelda will ich aber eigentlich auch schon irgendwie machen, weil ich dann einfach ein bisschen vorankomme immerhin. 2 Folgen ist schon ein bisschen wenig. Naja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.